Dann trainieren wir mal mit dem Vegeta-Batzen, ha? Wo ist er denn? Vegeta! Ah, da drüben. Der mir noch was beibringen kann, Mann. Fraglich. What do you want? Would you mind fighting me so I can get stronger? My dad died because of me. I need to get stronger, so something like that doesn't happen again. It's up to me to maintain peace now. I need to protect Earth in my dad's place. Don't be absurd. You think Kakarot's dead because of you? You're the one that's going to replace him? You arrogant, spoiled little brat! Huh? But I... Damn it. I wasn't planning on fighting ever again, but I've changed my mind now. Come at me. I'll beat the arrogance out of you. Okay. Wie schnell er wütend wurde. Ha! Full power? I'm going to see power. What it takes to fill in for Kakarot. Okay. Gun! Schau her, was ich kann! What gives? He's got more power than this! I'm not done yet! Don't you dare hold anything back! Release the power you used to blow Cell to pieces! If this scares you, then you're nothing! Don't underestimate me! Makes me sick how much he reminds me of him. Vegeta? Nothing. We're done here. Fast level 16. You were far more powerful than this when you defeated Cell. You were holding back, weren't you? No, that's not true. A soft, spineless brat like you could never replace Kakarot. Stupid child. Yeah, Vegeta's right. I can't define who I am based on who my dad was. I need to do some serious soul searching. I'd better stay a Super Saiyan a little longer. Mom's not gonna be happy about it, though. Greetings. Thank you so much! Der nächste, der mich belästigt. There's a lot of energy in this thing! Das sind die beiden Vegeta-Dinger. Los! Die Saga ist halt immer noch nicht zu Ende. Das wundert mich glatt ein bisschen. Ist doch nichts mehr zu tun. I might be hungry. Opa! Hallo, ich bin der Son Gohan. Ich bin hier. Irgendwo habe ich da was, irgendwie was übersehen. Erinnerung oder so. Nein, alles klar. Hey, Dendai! Hallo. Greetings. Yes. Let's see. What do you think? Thank you so much! Regenbogenkristall, klar. Right! Excuse me. What? Hey. Huh? Yes! Hey. Let's see. What? Sure. Right. Yes. Okay. Na dann, wenn mich schon bezahlt, darf man nicht abschlagen. Goldstaub. Boah, wie episch muss das sein. Wenn du das einatmest, bist du voll wertvoll.
Immer diese Nachwirkungen nach jeder Story. Oh, das ging flott. How's that sound? What? Oh, you! Oh, nervt nicht, Alter. Very well. What? Indeed. Indeed. Yeah, Kambei House. Right. Das war's jetzt wert, oder was? Dass ich da jetzt noch rumtrödel. Egal, da ist ein Dragon Ball, den nehmen wir dann auch noch gleich mit. Wenn wir eh schon unterwegs sind in diese gottlose Saddam und Gomorra. Ja, Satans Gomorra. Sodom und der Gomorra. Ich kann langsam dieses hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Ich will den fetten Buddha haben. Nein, ich muss aus weg von dem Haus. Sonst. Okay, da ist der Dragon Ball. Oh, da ist sowieso der Bereich, wo ich hin muss. Das passt. Los! Flieg, mein Freund! Wie stark sind die 55? Könnte ich sogar schaffen. Take this guy. Wie viel brauche ich denn? Stimmt viel zu viel, oder? Aber ich habe echt viel auch bekommen. 761.000, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Skillen geht auch nichts. Voll für einen Eimer. Dann fliegen wir mal weiter, come on. I think I can take this guy. Ja! Warum ist er halt einfach durchgeflogen? Die war ja jetzt nicht wirklich stark. Da ist die Uratzen Babaruschka. Irgendwo. Hallo? Da. Das ist also passiert. Oh, und da war noch irgendwo. Da. 18 aus dem C-Land. Hallo. Look at the shine on this. Oha, wie wertvoll ist das? Da hinten ist der Perl. Mango's ripe and ready to eat. I bet this mango is extra sweet. Ich höre ihn. Ah, da. So, Kugel Nummer 4. I think I can take this guy. Irgendwas mit einem Schiffswrack haben sie gelabert. Ach da, das sieht verdächtig aus, ja. There's a sunken ship. All right, I found a rare fish. Das da, oder? Ja. Das Schiff hat einfach mal gar nichts außer eine glatte Oberfläche. Da haben sie bestimmt Koksbananen drauf transportiert. Hallo, nimm das. I got it! Versteck Gottes, ich komme! Nee, scheißegal, komm. Kann ich immer noch sammeln irgendwann. Aber nicht jetzt. Gell, jetzt haben wir Wichtigeres zu tun, denn wenn der neue Gott, der Dendei, wenn der ruft, dann muss ich hupfen. Ich meine, das ist der Gott. Er dürfte bald zurück sein. Von wem spricht er? Bumm! Doch nicht bumm. Hallo? Ups. Ah, hallo? Hallo?
Thank you so much. Ja, der schöpft nicht ihr voll aus. Hiermit kann ich die Lücke zwischen schließen. Warte bitte kurz. Genau, er geht da irgendwo hin, wo gar nichts ist. Da ist nicht mal eine Tür. Der ist einfach... Woo! Ich weiß gar nicht, ob mir das im Spiel selber jetzt was bringt. What? Du solltest jetzt was Besseres wünschen können. Oh! Shenlong! So, so. Alles klar, so, jetzt glaube ich, sind wir tatsächlich in der eigentlichen Zwischensequenz. Jetzt kann ich auch meine Gruppe bearbeiten. Dann möchte ich aber jetzt mein Shenlong natürlich auch ausrüsten. Schnell schauen. Zack. Habe ich da einen vergessen eigentlich? Sind schon viele, die ich da habe. So, was kannst du so? Mädchenunterhöschen mit Oolong oder was? Zeig dich, Shenlong. Ich setz dich da rein. Geschenk habe ich ja keins, gell? Nee, ist ausgegraut. So. Gruppe. Ich brauch Vegeta. Will dich dabei haben. Und irgendwen, der voll unwichtig ist. Ciao, Su. Oh, der kann nur Dodonpa-Strahl. Aber die musste ja nebenbei eigentlich auch trainieren, gell? Das ist ja das. Egal, in den Piccolo, komm. Sehr's, Vegeta, sehr's! So, lass mal schauen, was abgeht in deinem Gesicht. Nein, du bist einfach nicht richtig. Dich wollte ich überhaupt nicht haben. So, hallo? Gibt's da irgendwas Neues? Trainieren geht wohl auch nicht. Hier irgendwas. Finaler Flash. Voilà. Wissen, Transformation. Ist auch nichts Neues, oder? Nö. Okay. Ihr interessiert mich gerade nicht. Bei dir so? Ah, Piccolo. Light Grenade und göttlicher Dämonenblitz. Na, das ist doch mal wieder was nach meinem Geschmack. So, jetzt sind wir Vegeta. Jetzt können wir auch die beiden da schnell machen. Und Pico Lanze. Sein Training. Seine dicke Lanze in den Gegner neibohren. Und dann abreißen, nachwachsen und oben auch noch rein. Damit sich beide Lanzen in der Mitte des Körpers treffen. Und dann BOOM! Oh, das ist namekianischer Sex. Deswegen sind es auch so wenig. Die einzige Rasse im Universum, die sich nicht vermehrt, sondern verwenigert. Ja. So, da wollen wir hin. Zellulite Junior. Let's fight. This one might provide a challenge. Hallo. Ich würde gerne kämpfen. I'll make quick work of you. Alles klar. Stufe 44 und die wollen kämpfen. Worthless. Tribulation Dark. Zellulite in klein. Waha! Aprikosenhaut. So, das nehmen wir mit, das ist rot. Zack. This should prove useful at some point. Hey. Hey, I am a Vegeta in Gesicht. Ich freue mich auf eure Z-Abzeichen, Community Board-Abzeichen, Seelen-Abzeichen. So heißt es. Hallo.
Ich bin's, Vegeta. Die Mucke, Alter! Seh gar nichts, Alter! Oh, Destructo Disc! War nicht schlecht, die zwei. Jawohl, Vegeta, Piccolo, alles Level up. Was? Oh, wie sie mich hassen, die kleinen Wichser! Big Bang! Gotcha! Are you ready to die? Got a gun! Huh? Ganz ehrlich, dieser Z-Kombo ist irgendwie gar nicht stark. Ach, Piccolo. Nur zum Spaß nochmal verwandelt. Jawohl, Gohan, fast 60. Let me. Well now. Fine. Alles klar. Also, Gohan fast Level 60. Training 15. Haha, not bad, man. This proves that I've gotten stronger since the fight with Cell. And I'm going to keep getting stronger.
Das war jetzt... Also der Gohan ist halt einfach mal 10 Level über den anderen. Das hier, Training ist jetzt dann bald wirklich komplett voll. Ist aber auch mit das Wichtigste. So. Noch irgendjemand Level-Ups bekommen? Ja doch, oder? Die waren doch schwächer vorhin. Glad to see Earth has something of value on it. Dann war da noch jemand, der da sich mit mir aufführen wollte, gell? Kleiner Bieselpeter-Pferd. Ich mach euch alle fertig. Und dann gibt's eigentlich gar nicht mal so viel zu tun, gell? Das Training noch mit Piccolo, das wird nochmal knackig. Aber sonst... Stufe 50, das könnte ich eigentlich auch machen. Aber als Gohan dann... Hey! Ah, der ist schön gestorben. Und jetzt einfach nochmal. Let me No. Well, now. What? Vollidiot. Big Bang! Hab dich! Die anderen beiden hin. Einfach weg. Wer ist aufgestiegen? Ich hab's nicht gesehen. Mann, ich hab's nicht gesehen, wer aufgestiegen ist. Unwichtiger Spast. Training 7. He really is a hopeless piece of garbage. Tu dich woanders rein. Ich glaube, für Training bist du einfach zu schlecht. Oder irgendwo so. Andererseits. Kann denn der da so? Ah, demütige Loyalty. Freezers Handlanger. Mhm. Achtung. Ich tausche die beiden aus. Mach. Ha! Damn that Vegeta. I'll beat him next time. A small fry. What? Plus 4. Wir haben fast Kampf-EP plus 20. Da arbeite ich eigentlich drauf hin. So, wen habe ich da jetzt da? Dich, gell? Training plus 4, Training plus 6. So. Wieder einer voll. Den haben wir jetzt da noch nicht. Karte 21. Ja, du bist schon voll. Bei dir so. Premium. Kochen? Tatsache, der Typ ist Kochen. Moment. Kochen krieg ich hin. So, bitteschön. Das war komisch. So. Du bist voll, gell? Dich habe ich gerade voll gemacht. Du bist auch voll.
geht bei dir so? Keine Karte? Ich schaue jetzt mal, wo Karten zur Verfügung stehen, weil ich glaube, die sind wichtig. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich unendlich viele bekomme. Ah, du. So, hier, bitteschön. Krieger von jetzt auf gleich. Großer Dämon, kleiner Dämon. Keine Ahnung. So. Charaktere? Nein. Bin ich 50? Nö. 60 auch noch nicht. Okay, dann tausche ich dich aus mit dem da. Der Rest bleibt gleich. So, pass auf. Um euch da oben kümmere ich mich gleich. Erst möchte ich Piccolo die beiden Attacken beibringen. Ich finde, das hat Priorität. Oh, aber Level 70, das kann ich noch nicht. Level 60. 60 kriege ich nicht hin. Was denn? Wow! Schaff ich. This all ended. Aufgehört zum Schlagen, ich wollte es gar nicht. Aber du kriegst von mir. Oh oh. Eine echte namekianische Fusion. Bitteschön. Mensch schon mit Geschmackes. So. Schön für mich. Das kriegst du natürlich jetzt auch ausgerüstet, mein grüner Freund. Boah. Du kommst weg. So, hier irgendwas? Nope. Da irgendwas? Jawohl, aber das geht noch nicht, gell? Direkt Stufe 2, so fällt mir das. Ah, so langsam kommen wir da in die richtigen Gefilde. Bei dir so? Ach so. Ciao, Su. Er spielt überhaupt keine Rolle, der Typ, aber... Ja, Telekinese. Hat er was gelernt. Doch schön. Kann halt auch nicht mehr. Nein. Was ist denn sonst mit dem? Schwert es einem Gegner, dich anzuvisieren. Ah, okay.
Henshin Han. Biostrahl Stufe 2. Dodonpa. So, das. Genau das mache ich jetzt bei den anderen Charakteren auch noch schnell durch. Und dann geht's auch weiter für euch.